signs of fame. Hier grüßen Rom und Sterne, ein Schildermeer. Mit Grüßen aus der Ferne, ich hab so Fernweh, Fernweh, Sehnsucht auf fremde Länder. Fernweh, 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 Bagweh, ist die ganze Welt so nah und Träume werden oft wahr. Dubai und Brasil, Malaysias Nachbar ist Sydney. Von dort zwei Schritte bis zum Broadway. Draffler aus aller Welt sind da, von Alaska bis Kanada. Und Kerzenlichter leuchten für Frieden. The signs of fame. Hier grüßen Rom und Sterne, ein Schildermeer. Mit Grüßen aus der Ferne, ich hab so Fernweh, Fernweh, Sehnsucht auf fremde Länder. Fernweh, 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 Bagweh, ist die ganze Welt so nah und Träume werden oft Platz, 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 Platz. Danke, ich gehe um Sie rum. Hast schön geworden, das Schild. Ja, sehr schön. Ja, herzlich willkommen im Fernwehpark. Liebe Frau Segebrecht, wir sind sehr stolz und freuen uns sehr, Sie heute hier im Marktdorfer Kotzau im Fernwehpark begrüßen zu dürfen. Sie sehen ins Publikum, sind noch einige Leute gekommen, um Sie zu sehen. Ja, danke. Also, ja, der Name Segebrecht, der zieht natürlich. Ich habe wirklich sehr viele Stars kennenlernen dürfen. Manchmal heißt es dann immer, wer ist denn das? Habe ich schon mal gehört. Dann sage ich den Namen Segebrecht. Natürlich kenne ich doch. Und natürlich ein Film, Out of Rosenheim. Percy Adler. Hat er gemacht. Aha. Zuckerbaby, Out of Rosenheim, ja. Und Rosalie Goes Shopping. Okay. Ja. Und untrennbar war verbunden, bis heute sind wir. Ja. Da werden wir später im Interview noch drauf kommen, ja, um einige Einzelheiten über diesen Film zu erfahren. Herzlich willkommen, Hollywood-Star Marianne Segebrecht, kann man schon sagen, weil man kann es vielleicht schon verraten, aber das machen Sie dann selber, denn nächstes Jahr soll ja in Amerika noch eine weitere große Produktion anstehen. Ja, jetzt darf ich aber erst einmal den zweiten Bürgermeister der Marktgemeinde Oberkotzau, Herrn Erich Pillmann, zu uns
auf die Bühne bitten zur offiziellen Begrüßung. Herr Böhmann, bitte schön, das Mikrofon gehört Ihnen. Ja, hallo. Hallo, schön, dass Sie gekommen sind. Gerne. Ja, was will ich sagen? Eine Frau mit Charme, mit Charakter, viele positive Eigenschaften. So werden sie ja beschrieben, muss man sagen. Eine Frau mit einem Charakter, wie es nicht mehr viele gibt, muss man sagen, Hut ab für das, was sie bisher geleistet haben. Wir freuen uns, dass Sie heute hier nach Oberkotzau gekommen sind. Der Weg von Starnberg im reichen Süden von Bayerns hier in an der Isar Gebirge. Bin ich. In Schäftladen bin ich, an der Isar. An der Isar. Das ist ein bisschen anders als Lago di Stambergo. Ja, es wird auch hier differenziert sein. Ja. Herzlich willkommen hier bei uns im Fichtelgebirge. Schön, dass Sie heute in den Fernwehpark nach Oberkotzau kommen. Und gutes Wetter habe ich. Das Wetter haben wir heute wie immer bestellt. Ja. Freut es natürlich in dem Fall, dass das heute auch so super geklappt hat, heute am Reformationstag. Es gibt übrigens morgen eine Fernsehsendung beim BR um 18.45 Uhr, Allerheiligen und Allerseelen mit Marianne Sägebrecht. Ist sehr, sehr schön und ganzheitlich angelegt. Danke für den Hinweis, werden wir in jedem Fall angucken. Ja, ich gehe davon aus, Sie wissen ungefähr, wo Sie hier gelandet sind. Ja, wir sind ja hier eine Gemeinde mit ca. 5.300 Einwohnern insofern. Der Fernwehpark, den haben wir jetzt vor vielen Jahren erst hier nach Oberkotzau bekommen. Da wird Klaus Bär sicher dann auch noch Näheres dazu sagen. Hof kenne ich ja auch von unseren Filmen, waren wir ja schon eingeladen, haben auch... Das sind schon 20 Jahre her, haben wir auch sogar mal gewonnen. Und daher kenne ich auch die ganze Landschaft, die liebe ich. Und darum habe ich mich ins Zügli gesetzt. Nicht in das Schnelle, sondern in den Regionalzug, damit ich rausschauen kann und Stück für Stück die Landschaft genießen kann. Und die Menschen liebe ich hier, weil wir haben auch Lesungen hier mit dem Josef Brustmann, Lieder und Gedichte vom Sterben fürs Leben. Also ich bin schon sehr hier gut. Sehr, sehr, sehr... Ja. Sie kennen sich ja bestens aus und durch Ihre vielen Filme habe ich gelesen, Sie sind wohl auch im Brauereigeschäft mit tätig. Da gab es wohl irgendwas einmal Bier Royal, Film. Soll auch weitergehen, tatsächlich. Es ist ja, der Oliver Berben hat ja die Produktion gemacht und wirklich kann man sagen, also ist wunderbar aufgenommen worden und eventuell, das soll auch weitergehen als Reihe. Dankeschön. Danke. Ja, vielen Dank, Herr Bürgermeister Pühlmann. Ich darf es noch einmal wiederholen, man kann sich das Ganze auf der Zunge zergehen lassen. Morgen Montag, 18.45 Uhr im Bayerischen Rundfunk, ein Porträt über Frau Marianne Sägebrecht. Das wollen wir uns natürlich... Nicht Rundfunk, Fernsehen. Fernsehen, der Bayerische Rundfunk, Fernsehen. Heißt der BR, ja genau. BR-Fernsehen, ja genau. 18.45 Uhr, dann vor die Fernseher setzen oder einprogrammieren, da freuen wir uns schon sehr drauf. Ja, und Frau Sägebrecht, ich ganz spontan, wenn Sie den Applaus hören und manchmal auch einen Zwischenruf, der nicht nach Klatschen sich anhört, sondern da hört sich's an, das spricht jemand, klatsch, klatsch, klatsch. Ach, fürs Studio dann? Nein. Zum Schneiden? Nein, nicht zum Schneiden, sondern ich darf ganz herzlich begrüßen unseren Fernsehpark-Vereinsmitglied Herrn Severin, der ist nämlich Vorsitzender des Donnerstag-Museums und da klatscht man nicht. Wie in den Donnerstag-Heften wird dann das Klatschen akustisch übertragen und dann wird gesagt, klatsch, klatsch, klatsch und nicht in die Hände klatschen. Also nicht wundern, wenn Sie also von dieser Seite, das ist der Herr mit den gelben Hosen, weil dieses klatsch, klatsch, klatsch hören, das ist der Herr Severin vom Donnerstag-Museum. Es gibt ja auch Kabarett-Sendungen auf der anderen Seite des Ozeans, wo auch tatsächlich dazu geklatscht wird. Also wo man dem Publikum gar nicht die Chance gibt, ob es klatschen will oder nicht. Genau. Und dann wird dazu geklatscht. Und ich bete zu Gott, dass das nicht bei uns Platz nimmt auf Dauer. Genau. Ich bete zu Gott. So ist es. Ja. Den Ton vorwegzunehmen. Hoffen wir, dass Corona vorbeigeht, dass wieder die Veranstaltungsserien mit Publikum gefüllt sind, die dann live klatschen und das Klatschen nicht vom Band eingespielt werden muss. Gut, dann schreiben wir schon zur ersten da. Ich darf Sie jetzt einmal in eine ganz spezielle Richtung bitten, Frau Sägebrecht, und zwar zur Signierung Ihres Starschildes. Dazu lege ich erstmal das Mikrofon aus der Hand und dann kommen erst die Handabdrücke. So,
Ich darf Ihnen schon mal den Stift überreichen. Und zwar haben wir das so gemacht, ich darf Sie mal hierher bitten, okay. Weil hier der Hintergrund, passender könnte ja nicht sein, Hollywood, ja. Los Angeles, Beverly Hills und so weiter. Wenn Sie sich erst einmal hierher stellen, ich halte das Schild so. Zum Boulevard. Zum Boulevard. Okay. Wenn ich hitchhiking. Und zwar, wenn Sie hier signieren würden, okay. Ich halte das Schild. Also darf ich, weil ich doch meinen eigenen Namen behalten habe, und es ist natürlich manchmal dann ein Stress, weil der sehr lange ist, ja. Also darf ich oben meine und unten mein. Ja, Name. Genau. Sonst genau. Muss ich mir auf die Stirn schreiben. Das ist schlecht, nee. Das wollen wir natürlich nicht. Alles klar. Okay, ne? Here we go. Okay. Here we go. Wunderbar, sehr schön. Den Stift darf ich Ihnen wieder abnehmen. Dazu? Können wir mit hinschreiben. Gut, oder? Ja, oder? Genau, schreiben wir mit hin. Was ist das? Das ist der 31. Goldener Oktober. Genau. Wunderbar. So, und jetzt präsentieren wir das Schild noch einmal, wenn Sie es noch mal halten, unseren Fotografen. So. Es ist ja übrigens, darf ich sagen, ja? Es ist der Titel also von meinem Buch, von meinem aktuellen. Und es heißt, ich umarme den Tod mit meinem Leben. Und er ist auch dem Hospiz gewidmet, unter anderem, wo ich ja auch mitarbeite. Und ich freue mich total, dass es das geworden ist. Komm mal her, komm mal schnell. Komm mal her. Sehr schön. Gut, nochmal zu unserem Fotografen. Komm mal her, wir machen mal ein Foto in die Fotografenreihe rein. Und wenn wir hier stehen und die Fotografen. Und danke, dass Sie gekommen sind. Und das darf man nie vergessen über die Jahre, finde ich. Manche Kollegen vergessen es und manche nicht. Und wenn man die dann wieder trifft, ob die, also die großen Alten oder Michael Douglas und, die waren, sind absolut, absolut demütig, sehr, sehr lieb zu ihren Fans und respektvoll. Und das merkt man halt dann über die Jahre, ne? Und das ist schön. Sehr schön. Ja, ja gut, vielen Dank. Frau Segebrecht, ich darf Sie jetzt geleiten zur Aktion der Handabdrücke. Okay. Und zwar, ich gehe mal mit dem Schild vor. Und zwar stellen wir jetzt das in den Hintergrund, okay. Damit es immer mit dem Bild ist. Okay. Und jetzt darf ich Sie mal hier bitten, Platz zu nehmen. Okay. Und hier ist Dalai Lama. Ja, da machen wir dann sowieso noch ein Foto. Dürfte ich ja persönlich kennenlernen. Genau. Und der ist für mich ganz wichtig in mein Leben, von seiner Haltung, von seinen Gedanken. Freue ich mich besonders auch. Okay. Liebe Frau Segebrecht, ich darf Sie bitten, hier mal Platz zu nehmen. Gerne. Jetzt haben wir schon alles vorbereitet für die Handabdrücke. Jawohl. Wir sind umlagert hier von vielen Fotografen und Filmen. Jo, Frau Segebrecht, ich erzähle es dann immer. Erst einmal Entschuldigung ans Publikum. Es ist halt wie im Fernsehen. Da müssen Sie auch immer unterschreiben, es kann mit Sichtbehinderungen gerechnet werden. Sie sind damit einverstanden, denn um die Akteure, um die Stars bildet sich natürlich immer ein Bulk von Fotografen und Filmen. Aber das ist halt Live-Atmosphäre, das ist Fernsehatmosphäre. Und so gehört es eigentlich auch. Ist doch wunderbar, oder? Ja, freilich, das wäre schlimm, wenn wir allein hier sitzen würden. Frau Segebrecht, ich darf Sie jetzt bitten, ich erkläre es erstmal. Ja. Also beide Hände so wechselseitig erstmal auf den Ton. So oder so? Wie Sie möchten. Sie können so und so. Die Engelsflügel gehen ja so, gell? Dann machen Sie es andersrum. Und das ist ja der andere. Ja. Ja, okay. Sie haben also alle Kreativität der Welt, okay. Wie Sie Ihre Hände hier in den Ton platzieren wollen. Okay. Also schon mal so auflegen, wie Sie es machen wollen. Also. Dann so. Und zwar, mit den aufgelegten Händen schauen Sie jetzt schon mal bitte zu unserer Hauptfotografin. Das ist diese Dame mit dem blauen Outfit. Okay. Jetzt die anderen... Die Ballen müssen ja umrennen. Nee, also wir müssen das ganz besonders machen. Das ist nur mal für die Bilder, dass ich schon mal hier in die Kamera gucke. Verstehe. Na? Schauen wir mal hin für die Fotos. Verstehe. Und alleine mal zu ihr gucken. Bleibend. Das ist bleibend. Ja.
Ist ja wunderbar. So, und jetzt müssen wir es so machen, die drin lassen, okay. Bitte die rechte Hand raus, ja. Und mit der rechten Hand jeden einzelnen Finger bitte fest eindrücken, gut. Weil sonst schafft man es nicht. Ne? Also die mal raus, die rechte also. Raus, okay. Und mit dieser Hand jeden einzelnen Finger fest eindrücken. Also am Anfang hat man das Gefühl, dass es etwas schwer geht, ja, ich nicht. Aber wenn dann der Ton die Körperwärme angenommen hat, dann gleiten die Finger fast wie von selber rein. Ich habe ja Kraft. Sie haben Kraft. Ich bin ja ein bayerisches Mädel, bayerisch, ja. unter anderem, in der Schön. Ganzen Welt zu Hause. Ja. So, jetzt kommt der hintere Teil. Ja, also es kommt immer etwas auf die Konsistenz des Tons an, aber ich glaube, der ist heute sehr weich und sehr schön. Und unsere Problemzone, sage ich immer, das darf ich eigentlich bei Frauen nie sagen, ich habe es mal bei Kim Fischer im Riverboat gesagt, dann hat die Kim Fischer gesagt, Herr Bär, ich habe doch keine Problemzone, nicht mal am Handball. Hier, guck mal, ich drücke sogar so dick, dass meine Finger viel dicker da reingehen, als sie sind. Und unsere Problemzone ist nämlich der Handball. Nee, da muss man nicht. Ich habe keine Problemzone. Nicht mal der Handballen, oder Mädels, meine Damen? Jede Frau hat Problemzonen und soll stolz sein drauf. Das ist ein Wort. Das macht uns einmalig. Das ist ein schöner Satz. So. Es ja, muss, okay. Jetzt kommt noch das Handgelenk. Jetzt ja. Muss ich es eigentlich ziemlich... Jetzt schauen wir einfach mal kurz, wie es ausschaut. Sie können es jetzt schon mal rausnehmen. Ja, schaut super, schon schön oder? Aus, ne? Super. Genau. Und das gleiche jetzt umgekehrt mit der anderen Hand. Jetzt muss ich dieselbe Kuhle nochmal treffen. Genau. Okay. Dass es kein Doppeldecker gibt. Also wenn wir es dann haben, dann gehen die Fotografen schon mal kurz zur Seite, dann können sie von den Ringen auch mal Bilder machen. So, aber im Moment müssen wir es im Moment noch dokumentieren. Jetzt geht's los. Ja. Geht sehr schön rein. Geht's los. Wunderbar. Ganz toll. Und beim Eindrücken, Frau Segebrecht, ja. Bitte mal in Werkspose, in Arbeitspose zu ihr in die Kamera gucken. Und drücken und gucken. Der hat geknirscht. Der Ringfinger. Der Ring. Na, wenn der Ring geknirscht hat, geht's hoffentlich knirscht der Finger nicht. Nee, keine Sorge. Das ist wichtig, hier der Teil. Und jetzt kommt's. Ja. Ich bin nämlich Linkshänderin. Und das wurde nicht akzeptiert, wie so oft. Ne? Also hat man mich rechts gezwungen zu schreiben. Aber ich bin immer noch mit links. Schneide ich alles, mach alles, nur schreiben. Okay. Habe ich mir angewöhnt. Jetzt kann ich beidhändig. Sehr schön. So. Sehr gut. Ja, das schaut schon mal schön aus, würde ich sagen. So. Gut. Ja, jetzt drücken Sie noch mal kurz. Und jetzt darf ich einfach mal fürs Publikum mal die Fotografen kurz aus dem Bild bitten. Und dann sehen Sie jetzt auch mal was. Aber dann müssen wir natürlich wieder dokumentieren. Das ist jetzt nur fürs Publikum. Bitte schön. Nur für euch. Also. Ein Applaus, würde ich sagen. Ne? Nur für Sie. Töne haben wir keine drin, keine Musik haben wir nicht drin. Das wäre jetzt auch ein Effekt gewesen, gell? Aus Versehen ja. Käme unten Musik raus. So. Magisch, aber das nächste Mal. Die Musik, die jetzt fehlt im Moment live, die bauen wir dann in Film mit ein. Okay. Ne? Ein Wusch, irgend sowas. Genau, Wusch. Genau, okay. Ein Tusch, ein Wusch. Darf ich dich? Ja, die können wir schon mal rausnehmen. Verlassen? Ja. So. Gut, die können wir schon rausnehmen. Ja, aber wunderbar. Wunderbar, das ist mal was ganz anderes. Die Ballen sind ja auch ganz genau. Toll da. Und jetzt darf ich Sie bitten, Frau Segebrecht, Ihren Namen hier in diese freie Zeile reinzumalen, reinzuritzen, so als wenn Sie ein Autogramm geben würden. Ne? Gut. Wie auf Ihrem Starschild. Gibt der nach? Ja. Haben Sie mal, okay. Ach, da schau her. Ui, ui. Mach jetzt ein Herzerl. Tut ja niemand weh, oder? Um Gottes Willen. Schau, es geht schon los. Das passt schon, das nein, ist sehr schön. Ich krieg schon rein, weil ich muss halt die Säge brechen. Das macht nichts. Das etwas ist dünner. Ein Unikat, Frau Sägebrecht. Genau. Das ist ganz toll. Zack, zack. Sehr schön. Eine wunderschöne Schrift. Kann man jetzt schon mal sagen.
Obwohl ich rechts schreibe. Ja. Es geht gerade noch rein. Das D bringen wir gerade noch in den Ton rein. Mit Kreuz. So. Mit Kreuz. Genau. Sehr schön. Mit Herz und Kreuz. Herz und Kreuz. Genau. Also besser kann es ja nicht sein. Bitte schön. Schön. Es ist etwas verrutscht, aber. Nee, das ist optimal. Ja. Wir zeigen es dann gleich nochmal. Okay. Und jetzt bitte ich Sie, Frau Segebrecht, zu der wichtigsten Pose, nämlich das symbolische Heben der Hände gegen Rassismus und für eine friedvollere Welt. Ja. Und deshalb bitten wir unsere Stars, die wir gerade in Design to Fame aufnehmen, ihre Hände mal hinter den Abdrücken so wie einen Spiegel aufzustellen. Also einfach einmal so, genau. Als Segen sozusagen. Ich kann sie auch so machen. Nee, man soll die Handabdrücke sehen. So, ne? Die Handflächen, die sind noch etwas angegraut vom Ton. Genau. Man sieht die Beziehung, man sieht hier die fertigen Handabdrücke, man sieht die richtigen Hände. Mhm. Und das ist das symbolische Heben der Hände gegen Rassismus von Frau Segebrecht. Okay. Konzentration. Ja. So, und ich springe immer mehr aus dem Bild, dass Sie alleine mit drauf sind. Und nach oben, eine Bitte nach oben und an alle Menschen für Frieden und Toleranz und an alle Brüder wie Kain und Abel. Da habe ich ein schönes Gedicht von der, was ich auch immer lese. Abel, steh auf und geh zu deinem Bruder Kain. Abel, steh auf und geh zu deinem Bruder Kain und sage ihm, ich bin dein Bruder. Wie könnte ich dein Feind sein? Und lass uns wieder beginnen, Brüder zu sein. Weil Kain kann es noch nicht, aber du kannst es. Und dann singen wir immer Freude, schöner Götterfunken. Alle Menschen werden Brüder und das mache ich auch im Hospiz. Und es ist ganz was Besonderes und Schönes. Wunderbar. Ich bedanke mich ganz herzlich für diese wunderbaren Worte. Vielen Dank. Und nur zur Information, dieses Gedicht ist von Hilde Domin, der jüdischen Dichterin. Und da habe ich auch eine ganze Lesung. Aha. Vielleicht kann ich mal kommen. Das ist wunderbar. Das gebe ich gleich natürlich an unseren Bürgermeister weiter. Und herzliche Einladung jetzt schon jetzt bei uns in der Saaledalhalle hier in Oberkotzau. Eine Lesung mit Frau Marianne Segebrecht. Wir wollen natürlich noch viel mehr von Ihnen erfahren, aber das machen wir jetzt, indem wir mal das Ergebnis zeigen, was Sie hier gerade erarbeitet haben. Mhm. Denn jeder will natürlich sehen, wie sind denn die Hände, die Handabdrücke von Marianne Segebrecht überhaupt ausgefallen? Wie schauen die überhaupt aus? Ich lege jetzt kurz das Mikrofon zur Seite, wir stellen das mal auf und dann können Sie sicher sein, kommt die nächste Frage an Sie. Mhm. Denn Sie können so wunderbar erzählen und das wollen wir natürlich hier ausnutzen, wenn Sie schon mal hier im Fernwehpark in Oberkotzau sind. Aber jetzt wollen wir erst mal gucken, wie die Handabdrücke ausgefallen sind. Also keine langen Nägel, gell? Also die Damen sonst bei sich tragen. Ich brauche keinen. So, jetzt darf ich Sie mal bitten, das mal kurz mit zu halten. Gerne. Und jetzt, wir machen es ein bisschen zur Seite, damit wir sie nicht ganz zu sehr verdecken. Das sind nämlich zwei. Okay. Jetzt schauen wir mal zu unserer Hauptfotografin. Mal zu mir schauen, bitte. Und schenken Sie mir einen Lächeln, Frau Segebrecht. Patsch! So, ja, das war schön jetzt. Nochmal. Wunderbar. Danke. So, ich halte es mal. Das ist so. Mhm. So. Ui, ich muss umdrehen. Das ist mein Kreuz. Das haben Kinder aus Bolivien gemalt. Sehr schön. Das ist immer bei mir. Ja, Frau Segebrecht, möchte ich gerade Ihr Kreuz umdrehen. Das können wir natürlich mit der Kamera auch mal einfangen. Kinder aus Bolivien haben das gemalt. Mhm. Ja? Ja, es gibt in Landshut, es gibt eine Stiftung, Himmel und Erde. Und das sind wunderbare Leute. Und die haben in Bolivien haben die ganz viel Schulen gebaut. Und also ganz unwahrscheinlich. Und eben auch in Ecuador. Und die werde ich auch jetzt bald sehen, die in den nächsten Wochen. Und ich
gehe aber auf meine Seite am Atlantik nach Suriname, wie es ja schon seit vielen Jahren geplant ist. Mhm. Und ich habe gemeint, Marianne, komm doch mit rüber zu uns. Sage ich, nee, ihr seid schon zu zweit, zu dritt, ihr seid schon 30. Ich mache meinen Weg, den ich seit Kindheit schon machen wollte und den mir mein Großvater, der Schamane und der Gärtner, also schon da übermittelt hat. Unglaublich. Und das geht jetzt nächstes Jahr im März. Mhm. Und da werden wir euch dann auch berichten, natürlich gibt es eine Doku wieder für den BR, also da geht es eben darum, die religiöse Situation ist dort schon so, wie wir uns das wünschen, tatsächlich. Also die jüdische Kirche, da ist die Moschee, da ist die christliche, da sind alle zusammen und ohne Kampf. Mhm. Da ist es schon soweit, im Mikrokosmos. Sie machen ja ganz tolle Arbeit, also Frau Segebrecht, nicht nur in Anführungszeichen auf Schauspiel und Film zu reduzieren. Sie ist ja auch menschlich und sozial sehr toll unterwegs. Sie macht ja auch eine ganz wunderbare Hospizarbeit. Vielleicht zwei, drei Worte zu Ihrer Arbeit für sterbende und kranke Menschen. Und dann rufe ich die Gläubigen, Ungläubigen auf, ne? Kommt auch. Und das letzte Mal hatten wir nun morgens 2800 Menschen in der Lukaskirche und am Abend 3200 nach 3 Jahren. Das ist was Unglaubliches. Und dann sitzen die zusammen. Es wird gelesen, die letzten Lieder, also Geschichten von den Sterbenden und das Lied oder das Musikstück, was sich da der Patient gewünscht hat. Kann insofern sehr viel Trost geben, weil ich mit 13 hatte ich ein Nahtoderlebnis und bei einer Blinddarmoperation bin ich über mir. Also ich habe mich gesehen da und ich durfte den Weg schon gehen. Also den Weg, an den ich ganz fest glaube, weil ich habe es ja auch erlebt. Also dass man das Leben geht vorbei, wie ein Film. Man geht, die Seele natürlich oder der Feinstoffkörper geht hoch und an einem bestimmten Punkt bleibt man nochmal stehen. Und da schreibt auch ein Rilke drüber. Und es ist ein schönes Bild, dass man da an dem Punkt sein Ganzes, was man erlebt hat, die Essenzen, im Guten und im scheinbar Bösen, gibt man an den Schöpfer, weil er ist ja der Regisseur gewesen, man hat es ihm sozusagen für ihn das auch gelebt und ihm gedient und dann gibt man das ab und dann geht es rüber in den Pool, also immer mehr Menschen, die Naturerfahrung haben, wieder zurückkommen, sprechen darüber. Und mittlerweile wird es immer logischer. Also früher hat man das bekämpft und da hat man natürlich, Menschen sind da, die sind noch aufgewachsen mit der Hölle, mit dem Teufel, mit der Strafe. Na, und es sind ja schreckliche Bilder, die man dann trägt. Und wenn ich meins erzählen kann, in aller Ruhe, na, die Frau Kübler-Ross kennen ja bestimmt einige, haben wir ja früher gelesen, oder Mutti, jetzt wird es immer mehr, sogar auch von der Wissenschaft anerkannt, weil man hat ja gesagt, es ist nur das Gehirn, was nochmal Ausschüttung hat und es ist auf der ganzen Welt gleich. So müsste jedes Gehirn eine andere Geschichte erleben und es ist so tröstlich und ich mit meinen 13 Jahren kam bis zum Pool und habe das erleben dürfen. Und da fühlt sich jeder als Kind des Schöpfers mit Licht und Liebe umflort. Also das sagen alle. Und manche werden abgeholt und manche gehen gleich wieder in die nächste Inkarnation. Manche gehen weiter auf eine andere Seelenebene, um weiter zu lernen, weiter zu reifen. Und ich habe auf mich hat gewartet meine Urgroßmutter, Corona, eine Heilerin. Corona? Aha. Ja, tatsächlich, ja. Aus Tschechien. Eine Heilerin und Nahrungsfrau steht im Sterbepapier. Und mein Vater, der auch Gärtner war, ein Rosenveredler, der ist noch gefallen in den letzten Tagen leider, was großer Schmerz natürlich für mich war, aber der hätte mich auch abgeholt und ein schönes Bild. Und dann habe ich immer gehört, du musst da bleiben, da ist ja noch deine Mutter und deine Schwester und dann gibt es so, wirklich so einen Sog. Ein Sog und dann zack. Zack war ich wieder in meinem Körper und dann habe ich sowieso alles angenommen und ich denke, mein Leben so im Sinne des Schöpfers schon gemacht. Jetzt bin ich auch noch im Kinderhospiz in Eichach, Pate. Und ich muss sagen, ich bin sehr traurig, weil alle Kollegen und Kolleginnen, vor allem Frauen, haben wahnsinnig Angst davor, hinzugehen und sagen, da sehe ich ja in alte sterbenskranke Gesichter, weil man natürlich Angst hat. Ne? Also hallo, vor jeder Falte hat man Angst. Bin froh, dass ich jetzt ein 8er Minimum gekriegt habe mit meinen 76 Jahren. Und ich sage, geh doch mit.
Du wirst so viel Liebe erfahren, so viel Ruhe erfahren. Du wirst dann auch deine Angst ablegen können. Ja. Eine kleine Geschichte, die ganz, ganz schön ist und auch symptomatisch. Also eine Frau, die 54, mit schwerem Krebs, also Lymphdrüsenkrebs, und die hat gesagt, kann ich mit der Marianne noch reden? Ich habe so viel Angst. Die kam aus Jugoslawien. Weißt du, was ich für Bilder habe? Weißt du, was man mir alles einsuggeriert hat für Bilder? Was mich erwartet? Ich war schon ein wildes Kind, aber ich habe nichts so Schlimmes angestellt und ich habe so viel Angst. Und dann habe ich ja halt meine Geschichte erzählt, die habe ich erlebt. Ne? Ich bin ja vorsichtig und dann ist immer so das Gesicht weicher geworden und am Schluss sagt sie, ach, wäre das schön, ach, wäre das schön. Weißt du, ich glaube dir jetzt, Marianne. Und ich, wenn ich gehe, das ist nur noch ein paar Tage, und ich komme an die Tür, die man mir dauernd, also vor der man mich dauernd, also nicht gewarnt, aber gesagt hat, da gehst du rein, dann warte ich dort auf dich, bis du kommst. Und dann hat sie, also dann hat sie gelächelt, dann ist sie ins Zimmer gebracht worden, und am nächsten Morgen, ich habe gedacht, oh Gott, hoffentlich ist das jetzt, weil es Lächeln da war, und ist jetzt nicht passiert. Nächsten Morgen, am Nachmittag, ruft mich der Oberpfleger an, sagt der Marianne, ich habe eine gute Nachricht. Irina ist heute Morgen um 11 Uhr heimgegangen. Also wir sagen immer heimgegangen, nie gestorben. Ja? Heimgegangen. Und weißt du was? Sie hat gelächelt beim Rübergehen. Jetzt haben wir 5 Stunden gewartet und Irina lächelt noch immer. Mhm. Also hat deine Geschichte doch gestimmt. Das ist dann, jetzt kriege ich Gänsehaut, weil es ist ja so schön, ich sag's ja euch. Und ich hoffe wirklich, ich hoffe, dass man eben auch, weil wir hier sitzen mit vielen Menschen, mit Künstlern, mit Musikern, mit und, dass sich mehr bitte trauen und mehr bitte auch in die Bereiche gehen, weil man ist nicht so, man hat es nicht so gerne, die Hospize. Und was glauben Sie, wie in Frieden und Liebe man dort heimgehen darf? Das ist unwahrscheinlich. Und am Schluss muss ich sagen, ich sage immer am Schluss, wenn ich dort bin und auch mit denen rede, wenn man geboren wird, ne, hat man eine Hebamme. Also von Staats wegen auch, ne? Hat man eine Hebamme und einen offiziellen Schutz. Aber wenn man heimgeht, also in die nächste Dimension, hat man keine Hebamme mehr. Wie viele Menschen gehen alleine heim, da ist niemand. Und dann sage ich immer, dass man eben zum Heimgehen auch wieder eine Hebamme kriegt oder einen Hebammerich. Dann bedanken wir uns ganz herzlich für diese wunderbaren Worte, für Ihre fantastische und wirklich wunderbare Arbeit an Menschen von einer wunderbaren Frau, muss ich sagen. Und ich glaube, das ist doch wirklich mal ein Riesenapplaus hier. Ja? Ihr Applaus. Also Dankeschön, danke. Ja, das war natürlich jetzt ein schweres Thema. Und jetzt darf ich doch noch mal zu einem nicht so besinnlicheren Thema überleiten. Und zwar, was mir persönlich auch sehr am Herzen liegt, nämlich Ihr wunderbarer Film von Percy Adler, Out of Rosenheim. Mhm. Wir haben ja die Route 66 verfilmt. Deshalb heute habe ich extra im Kleiderschrank geschaut. Ach, Route 66. Und hier nochmal für Sie. Ich habe schon gesehen. Route 66. Ich habe schon gesehen. Ja, denn das Bagdad Café, wo ja Out of Rosenheim gespielt hat, liegt ja auch an der Route 66, und ich liebe persönlich diese alten Wüstenkaffs, diese Wüstennester, wo dann immer das Dumbleweed über die Straße weht, wie in den alten Western. Die Eisenbahn pulsierte das Leben in Cisco, doch dann wurde der Haltepunkt verlegt und das Sterben der Stadt begann. 1910 lebten nur noch 95 Menschen hier. Solange der Highway 50 noch Hauptstraße war, konnten sich 2 Tankstellen, ein Diner, eine Bar und eine Gewerkstätten halten. Doch als der große Interstate gebaut wurde, fiel Cisco ins Koma. Heute pfeift der Wind durch die Gerippe der Häuser und Tumbleweed rollt durch das knarrende und ächzende Trümmermeer. Letzte Bastion der Lebenden wirkt das kleine Postamt mit immerhin noch 26 intakten Schließfächern, die auf entfernte Farmen hinweisen. Doch auch in Cisco sollen noch immer 2 Menschen leben.
endlose Güterzüge rollen täglich an Cisco vorbei. Und jedes Mal betätigt der Zugführer das Signal, wenn er an den Spuren der Verwüstung, die Fußtritte und Zeit hinterlassen haben, vorüberfährt. Arizona, weiter Himmel, heißes Land. Der Santa Fe-Zug singt sein Lied. Schienen, Asphalt, Masken mit Köpfen aus Glas. If you ever plan to move west, travel my way, take the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66. An der Grenze zu Texas liegt ein verschlafenes Nest, das aus den Worten Texas und Oklahoma gebildet ist. Es heißt ganz einfach Texola. Die Bar ist wie vieles im Ort geschlossen, doch ein uralt Sofa an der Straße lädt für einen Drink zum Verweilen ein. Die Grenze von Texas und New Mexico liegt Glen Rio, eines der charmantesten Überbleibsel an der alten 66. Wer von Westen kam, fand hier das erste Motel in Texas. Und wer nach Kalifornien wollte, konnte im Land der Rinder und Cowboys einen letzten Drink nehmen. Man sagt, dass die Straße so befahren war, dass man Mühe hatte, sie zu überqueren. Heute wiegt sich hier nur Steppengras und der heiße Wind fegt durch die alten Gebäude. Schon 1919 gab es in den Schwarzen Bergen eine kleine Einkehr. Ed Edgerton lud in sein Kaktuscafé ein und pflanzte davor den heute riesigen Savaro-Kaktus. Damals gab es die US Route 66 noch gar nicht. Als Ed 1978 starb, wurde seine Asche in dem Wüstencamp verstreut und man sagt, dass Eds Geist manchmal noch heute durch das Camp streicht. Alten Straße nähern wir uns Blue Water. Auch dieser Ort ist ein Opfer des Interstate geworden. Zerbrochen die Schilder und manche Träume.
In der Nähe von Blue Water soll ein Radkappenhändler sein Unwesen treiben. Man erzählt, dass er Rillen in die Old 66 geschlagen haben soll, damit den vorbeifahrenden Autos die Radkappen wegfliegen, die er dann aufsammelt, poliert und wieder verkauft. Wie er das mit den vielen Nummernschildern macht, ist allerdings nicht bekannt. Mein Name ist Thomas Romance. 1928 zogen meine Eltern zusammen mit mir und meinen vier Brüdern in einem Planwagen von Oklahoma hierher. Wir waren 31 Tage unterwegs und meine Familie siedelte sich unten in Elmore an. 1950 zog ich nach Kalifornien weiter und vor 10 Jahren kam ich wieder hierher zurück, wo ich in meinem Ruhestand mit diesem Schrott handle. Ich bin oft auf dem Highway 66 gereist. Wir haben ja hier im Fernwehpark zwei eigene Pfähle nur mit Route 66-Schildern bestückt. Ja, Frau Siegbrecht, wenn Sie sich erinnern, wann wurde jetzt der Film nochmal gedreht und welche Bilder, wenn Sie sich zurückerinnern, kommen Ihnen da bei Out of Rosenheim, Route 66 Café, Bagdad Café, noch in den Sinn? Und ja, haben Sie vielleicht noch ein paar persönliche Eindrücke von dem Film? Also es ist ja jetzt über 20 Jahre her und eins darf ich sagen, seit meinem Geburtstag am 27. August sind alle drei Filme eben jetzt in Amerika, also nochmal als Package gemacht worden und gehen jetzt zu allen Menschen, das ist unglaublich, als DVD-Block. Und es ist ja so, es ist so, als ob der Film, ich sage immer, die Inspiratoren der Milchstraße haben den Film gemacht und haben uns rausgesucht, damals, ja, damals schon. Und es ist ja so, dass jetzt, wenn man ihn jetzt anschaut, er könnte vor 3 Monaten gemacht worden sein. Die ganze Thematik, also das Ich-Prinzip in Kombination mit dem Du-Prinzip, ne? Also nicht nur ich, sondern jeder Einzelne auch ich und du. Und das ist drin. Dann ist drin, wie die zusammenleben, wie sich das aufbaut. Ne? Der Jack Palance wohnt in seinem Trailer, der Junge kommt mit dem Zelt, Brenda mit ihren Kindern, wo der Mann dann immer wieder abhaut. Christine Kaufmann ist ja noch da, das ist die Einzige, die dann geht, too much harmony, sagt sie. Na, und dann kommt Brenda, also da gibt es das Lied Calling You, und das ist entstanden nach dem I Ching, also wenn man schmeißt und es gibt so die Wandlungsstriche, also, und da ist immer die Wandlung, und das heißt Calling You, der Vogel, der schreit, er ist alleine, der Kranich hat niemand mehr, keine Freunde mehr, überhaupt niemand mehr, und schreit und ruft, und dann kriegt er eine Antwort. Und wenn es von der anderen Seite der Welt ist. Und ich habe das da erzählt, dem Komponisten, und dann sagt er, sprang auf und sagt, Mariana, I got it. Und war 7 Tage nicht mehr zu sprechen. Hat dieses Lied geschrieben, Calling You, I'm Calling You, Can't You Hear Me? Und das wird ja dann gespielt und der taucht auf, Jasmin Münstettner mit ihrem noch Jodlerhut, ne? Und Brenda ist so verzweifelt und sie drückt es auch aus. Und dann hat sie einen Freund gefunden, eine Freundin. Ja. Dann baut sich das auf. Der Respekt auch, dass ein Mensch, was hat der alles in sich? Das war meine Idee. Ne? Die wusste ja gar nicht, dass sie zaubern lernen könnte oder das überhaupt mal kann. Auch das wird dann aus ihr herausgeholt. Die große Freundschaft zwischen Frauen, die ja nicht so selbstverständlich ist, meine Damen, wie wir alle wissen. Na, und dann ist noch eins, das muss man auch erzählen, das gibt's gar nicht. Der Sheriff, unser Sheriff, war ja ein Indianer. Der andere Indianer, ein sanfter, eben nicht dauernd betrunken und mit einem Hackebeil. Also das haben wir auch gebrochen, ja, damit man eben die Klischees mal aufbricht. Und der Indianer, also der spielt den Sheriff, das war meine Idee. Dort, ne? Ja. Und er sagt, Marianne, ich kann mich einfach nicht einfinden, ich kann das nicht glauben, ich kann doch kein Sheriff sein. Habe ich ihm gesagt, kommst du mit in Basto, da waren sie ja bestimmt, Basto, ja, in einer Wirtschaft, da saßen sie, ne? Die Dschungelherren, toll, ne? Da saßen sie alle rum und jetzt habe ich gesagt, darf ich vorstellen, ne? Das ist unser neuer Sheriff im Film.
Ja, bei euch, also in dem Film, der Sheriff wird, jetzt, der kann es nicht glauben, dass ihr ihn akzeptieren würdet als Indianer. Ne? Also dann hat einer gesagt, oh, doesn't matter, es macht ja gar nichts, because the president has forgotten about us. Also der Präsident hat uns doch vergessen. Everyone can be what he wanna be. Und habe ich gesagt, this was not my question. Yeah? I ask you and you and you. Personell. Ne? Dann haben sie sich zurückgezogen, so 20 Minuten, dann sind sie rausgekommen. Okay, Mariana, he can be our sheriff. Unglaublich, oder? Unglaublich. Ja. Und man sieht ja auch die Solarsituation. Man sieht doch das Licht zweimal, was der Maler Rudi malt. Mhm. Also das ist Symbol für ich und Symbol für du. Mhm. Wir haben so viele Sachen drin, die Wüste blüht. Und die Wüste blüht tatsächlich einmal im Jahr, das wissen die meisten Leute gar nicht. Dann spricht sich das rum, dann kommen die mit Helikopters und dann innerhalb von 2 Tagen fängt die ganze Wüste an zu blühen. Jeder Strauch, das, wenn man erleben darf. Das haben wir oft gesehen, gell? Und im Film dokumentiert. Sie wissen es. Fantastisch. Ja. Gell? Ja. Und das alles haben wir ja auch drinnen, leise. Und was eine Sache ist, was alle sagen, der Film ist ja so gedreht, heute, wenn man dreht, natürlich modern, Cut. Ja, man hat gar nicht die Chance. Da ist jemand in die Luft geflogen, irgendwie, dass er, wo fliegt denn der hin? Und da eine Explosion. Ich bin aus Versehen. Das kann nicht sein. Und die Einstellungen sind lange, ruhig. Ja. Man kann mit denen bleiben. Also Leute haben das Gefühl, ich war ja da 3 Nächte mit und wenn die Züge kommen und also auch wie es gedreht ist. Und dann sagen die am Schluss, ich wollte gar nicht mehr raus, ich wollte nicht mehr heim. Ja, das haben wir ja fast schon eine Autorenbuchlesung jetzt hier erlebt mit Ihnen. Da haben die gesagt, wie das letzte Mal, also Kollegen, so Marianne, bist du denn ganz verrückt? Jetzt mit deinen 76 willst du nach Suriname, spinnst du? Und dann sage ich, ja, ihr müsst euch mal erkundigen. Ne? Also die Riefenstahl, ne? Die ist mit 92, man denkt über sie, wenn man will, das ist eine Sache. Mit 92 ist die noch zu den Afrikanern gegangen, hat 2 Liebhaber gehabt, 2 Nubas, das wäre bei mir gar kein Thema. Das ist lang alles schon abgearbeitet. Ja, aber dann hat die mit 92 noch Tiefseetauchen gelernt. Ja, das ist doch ein Wahnsinn, oder? Das, wenn man nämlich keine Bilder mehr hat, wenn man keine Pläne mehr hat, ja, dann sagt die Zelle, ja, ist ja nichts mehr los, oder? Da ist ja gar nichts mehr zu erwarten, dann stellen wir unsere Tätigkeit ein. Und es ist, da glaube ich ganz fest dran. Ja. Na, und da bin ich nicht verrückt, entrückt. Ne? Und dann sagen sie mir, ich habe sie ja nicht alle, weil ich dann Sachen absage. Ja, und das ist, werdet ihr auch mal mitkriegen, jetzt gerade, ich bin noch auch die Betta Anderson für meine Kinder, das darf man nicht vergessen. Wir haben 4 Patterson und Findus Filme gemacht. Und wenn die Kleinen mich sehen auf der Straße, die von 4 bis 10, dann schreien die, Beta, Beta. Und dann sagt die Kindergärtnerin, ja, was wollt ihr denn, was ist denn? Mensch, guck doch, die Beta Anderson. Mensch, bist du blind oder was? Und dann dürfen sie rüber. Und dann eins hängt sich so rein und sagt, gell, Beta, man kümmert sich am besten um sich selbst, wenn man sich um jemand anderen kümmert. So unglaublich. Und das sind meine Kinder, die kennen meine Stimme. Und denen würde ich nie wehtun oder ihnen etwas Unflätiges vorsetzen. Nee, das darf man nicht. Das sind halt dann auch Opfer. Und wie jetzt gerade, das kann man doch sagen, jetzt wird gerade ein Film gedreht von Netflix, also positiv Netflix, juhu, alles gut. Und zwar Hexen natürlich. Hexen auf der ganzen Welt. Da ist nur verhext, voller Hexen, der ganze Film. Sag gar nicht, wer das jetzt macht. Und der ist sauer, weil ich mal was abgesagt habe für Harry Potter. Aber das war richtig, ne? Weil er hat gesagt, die soll einfach kommen und dann den Vertrag unterschreiben. Wir wissen jetzt nicht, soll sie die Teufelin spielen, die Diebin, die Fat Lady, die fette Lady. Und dann habe ich gesagt, das glaubt aber ihr, dass ich komme. Ich komme nicht. Ich bin bei meinen Kindern, ich mache das, aber nicht. Und jetzt ist der so sauer. Das macht man nicht, ja, das macht man doch nicht, als Schauspielerin was absagen. Ne? Und jetzt macht er einen Hexenfilm. Habt ihr vielleicht schon davon gehört und wurde auch geschrieben. Der wird gedreht in England, natürlich. Also in Amerika selber, in den Studios, ist man noch auf einer sehr, sehr guten ethischen Ebene. Das ist so. Und dann hat er alle Hexen, die man sich überhaupt vorstellen kann. Und dann kam ganz groß, gerade vor
3 Monaten. Also wir brauchen dich für Juli, September, Oktober. 42 Serien in Irland und in England wird das gedreht. Also du sollst die Oberhexe, die Weltoberhexe spielen, ja? Die Kinderfrist, stellt euch das mal vor. Kinderfrist, und dann sind Bilder, wirklich Bilder, wo die Füße also aus dem Mund sind und das Licht ausmacht, ja? Das Licht uns wegnimmt. Das will ja eh uns jemand anders wegnehmen, den winken wir heute auch noch drüben, ne? Wird er sich auch anschauen, weil das Licht von den Herzen kann man nicht löschen, ja? Aber dann sage ich doch, das niemals, niemals. Da würde ich lieber erlöschen. Wirklich, und gleich heimgehen. Das geht nicht. Und dann sagen sie zu mir wieder, wenn das mal hört, oder das haben sie ja schon gehört, die hat sie nicht alle. Die hat sie nicht alle. Ja? Und alle 9. Dann sage ich ja, ihr habt es natürlich alle 9 und macht ein Ding nach dem anderen, Tabula Rasa, und ich habe halt alle 12. Weil ich so eine alte Seele bin und dann habe ich halt das. Aber ich störe euch ja nicht. Und dann sagen Kollegen, das muss ich noch am Ende sagen, jetzt bilde doch dir nichts ein, ja, und dann, ich habe ja keinen Besitz, ich will ja auch keinen Besitz, ne? Ich bin reisefertig und immer abgeschlossen mit Vergebung, mit Versöhnung. Ich kann morgen reisen, aber also im Guten, also immer nur ein Tag Geschenk, ne? Dann sagen sie, dann mach doch das jetzt, Mensch, und dann nimm das ganze Geld und gib's den Armen, haha. Ja, merkt ihr was? Merkt ihr was? Sag ich, du kannst mir ja einsuggerieren, was du möchtest. Das machst du, wie du willst. Ich sag dir auch nicht, warum machst du einen Bluttriefkrimi nach dem anderen. Ich lasse dich auch in Ruhe. Es ist schwer, glauben Sie es mir. Wenn man so viel Erfolg hat, wie wir hatten mit dem Film, mit den dreien, also vor allem mit Auto Flossenheim, weltweit, Sie glauben nicht, was da alles daherkommt. Ist doch logisch, ne? Werbung wäre gekommen. Ich sage jetzt Papierhandtücher weltweit. Die hätten den Film komplett zerschnipselt, komplett. Ja klar, und dann wäre nichts mehr. Und man wäre dann die Papierhandtuchmutter. Ne? Und das geht nicht. Es ist einfach wunderbar, wenn man so eine eigene Meinung hat und die Meinung und die Konsequenz so durchs Leben zieht. Also ganz großes Chapeau, große Verneigung. Nur für sich. Ich lasse alle anderen Menschen in Ruhe. Wunderbar. Noch ganz kurz. Wollte ich Ihnen nur noch entlocken, Jack Balance. Und Sie haben auch mit Michael Douglas gedreht. Also man hat ja eine See gebrecht, heute im Fernwehpark, ist ja wie ein Hauch von Hollywood hierher gezogen. Sie kennen ja ganz berühmte Leute. Was fällt Ihnen zu Jack Balance ein und zu Michael Douglas? Und der Michael Douglas, da geht es auch immer los. Wir haben tatsächlich eine Freundschaft. Und er schreibt mir immer noch, Mariana, das gibt's gar nicht, weil er hat ja erst das gar nicht verstanden. Da ist jetzt jemand, der Kamerad ist und er ist ja wirklich begehrt, gell, begehrt. Wie schaut's bei Ihnen aus? Also die fragen mich dann immer, ja sag mal, du hast ja mit dem so lange gedreht, war denn da was? Der ist ja so sexy, der Mann, ja das gibt's ja nicht. Sag ich, hast du sonst noch Sorgen? Das ist auch ein ganz wunderbarer Mensch, der schaut auf seine Familie, der hat ein unglaublich großes Herz, ja, für seinen Vater, was der da gehabt hat für seinen kleinen Bruder. Und dann hat er gesagt, ich genieße es so, dass da ein Freund ist, ein Freund, der, mit dem ich reden kann, mit dem ich auch mal weinen kann, aber und da bin ich dir so dankbar. Das ist auch für Männer auch mal gut, gell Männer? Oder? Oder? Da eine Frau sitzt, die euch mal als Freundin, könnt ihr alles erzählen, könnt ihr Trost holen, müsst ihr nicht immer also kämpfen und machen und mein Gott, aber ihr seid halt Männer, ne? Der liebe Gott hat euch so ausgestattet, dann sage ich immer, ja, ihr müsst gute Gärtner sein, ihr müsst ja gute Gärtner sein. Sie wissen schon, was ich meine. Ne? Nee, also ich bin doch sehr unbedarft, das können Sie mich aufklären. Ja, wenn ein Mann älter wird, also ab 60, das sind meine Studien, dann muss er nochmal, ich nenne das ins Johannistal. Ja, ins Johannes, nicht muss er, das ist ja, muss er, aber die Natur will das auch nochmal. Und deshalb bin ich auch oft dann dafür und sage, das ist doch schön. Na, wenn dann nochmal ein Kind gezeugt wird, das ist ein anderes Kind, das hat eine andere Aufgabe, das wird auch viel bewusster. Na, lass doch das mal alles in Ruhe. Na, und dann sage ich immer, ihr müsst raus, ihr seid dann eure Gärtner und in den Garten und ihr müsst dann säen und
Pflanzen. Und ja, Peter Maffay ist ja mit 70 auch noch Vater genau, geworden. Ne? Genau, das ist eine, ein Schicksal auch, ja. Und lasst doch das. Ja? Und es müssen ja die, oder wenn sie dann getrennt sind, aber ich immer da reinhacken und die bösen Männer, ich finde es eben nicht, ich finde die Natur hat ja auch noch was mitzureden. Wunderbar. Und abschließend, spontan, ich habe ja am Anfang gemerkt, Sie haben ja so viele Fans, aber ein spezieller Fan, das wusste ich auch nicht, ist heute hier und das Anliegen von Anne ist irgendwie untergegangen und ich habe versprochen, zum Schluss ihr doch nochmal die Gelegenheit zu geben, sich als Fan von Marianne Segebrecht zu outen. Die Anne weiß nichts davon, aber Anne, wenn du willst, gebe ich dir jetzt die Bühne frei. Du kannst gern an Marianne Segebrecht noch das richten, was du ihr persönlich sagen wolltest. Lieber Klaus, bitte schön. Danke, dass ich die Möglichkeit habe. Hallo, Anne. Ja, ich bin Marie. Anne. Ja, genau. Ja, okay. Bei dir mit eingebaut. Und ich möchte dir wirklich ganz, ganz herzlich danken, weil es einfach ganz, ganz wenig Menschen gibt. Und du bist ein richtiger Mensch. Also es gibt viele Humane, aber wenig Menschen. Menschen mit Empathie, mit Gefühl, sich einsetzen für andere, für Dasein und auch wirklich das Leben. Und dafür danke ich dir. Ah, ja. Und ich war mit meinem Partner damals, ich möchte das auch nochmal ansprechen, das war 2 Tage vor seinem Tod. Oh Gottele. Und er hat genau dieses Lächeln, wir waren ja bei dir und haben uns diese Sterbelieder fürs Leben in Naila angeguckt. Ach, jetzt krieg ich Gänsehaut. Und, ja, und das war so toll und es hat ihm so gut gefallen. Und das hier, das ist schon etwas, das hängt an meinem Kühlschrank und ich bin jeden Tag bei dir. Oh, danke. Und das ist wirklich schön und deswegen habe ich heute auch das Herz. Ja. Das ist ein ganz besonderes und das ist für solche Menschen, die Menschen sind. Und wenn die Menschen heimgehen, also im Hospiz auch, dann haben wir noch Arbeit. Ja. Und es ist immer Vergebung, Versöhnung noch. Und also dann kann man wirklich in Ruhe heimgehen. Mhm. Wenn man es nicht hat, dann wird es oft schwieriger, wenn man alleine ist. Man hat alles das noch in sich und vielleicht noch eben Schuldgefühle, die gar nicht da sein müssten. Mhm. Und das wollte ich auch nur den Menschen, auch das übermittle ich auch immer wieder. Mhm. Na, und dann kann man die Reise wunderbar viel besser antreten. Mhm. Zum Licht. Zum Licht. Denn jeder geht zum Licht. Liebe Anne, vielen Dank. Danke. Danke, dass ihr beim zusammengekommen seid. Ja. War ein sehr wertvolles Gespräch jetzt. Gerne der Applaus. Ja. Gerne kann ich die Nummer aufschreiben. Mhm. Ihr habt ja Kontakt, ja, oder? Ja, genau, das machen wir hinterher. Und dann kann ich mich aber ab Dezember immer anrufen. Ja. Das genau. Immer anrufen, wenn was ist, gell? Ja. Schön. Okay. Wunderbar. Ich würde sagen, jetzt beenden wir offiziell diese wunderbare Erzählstunde mit Marianne Segebrecht, ihre Ehrung. Und ich würde sagen, jetzt machen wir Katja. Und Teile machen, du kannst ja Teile, Sie können ja Teile machen. Also ich bin der Klaus, wenn das okay ist. Ja. Kann man, aber das machen wir später mit einem Kling. Genau. Ja, ich würde sagen, ein riesen Abschiedsapplaus für Marianne Segebrecht. Ganz toll, dass du da warst. Und dass ihr da wart. Eine schöne Erinnerung an den Fernwehpark hier in Oberkotzau. Ihr Applaus, genießen Sie das. Gänsehaut. Dankeschön. Wir entführen ja ihr Starschild für den Fernwehpark. Mhm. Und damit Sie auch eine kleine Erinnerung haben, haben wir Ihnen ein Miniaturschild mitgebracht. Ach, ist das nett. Das können Sie mit nach Hause nehmen. Dankeschön. Und die zwei bitte ich Sie noch zu unterschreiben. Gerne. Für unsere Sponsoren. Gerne. Denn der Fernwehpark ist ja völlig kommerzfrei. Und wenn wir da Sponsoren nicht hätten, dann könnten wir gar nicht existieren. Vielleicht, wenn Sie da so freundlich sind und für Franz schreiben. Der hat nämlich diesen schönen Entwurf gemacht von Ihrem Starschild. Für Franz und das andere dann ganz normal signieren. Ein Herz und ein Licht. Und ein Herzl gibt es dazu. Sehr schön. Ja. Ich habe ja gesagt, das wissen Sie, jetzt sagen wir noch Sie nach dem Kling, sagen wir du, gell? Okay. Ich habe ja gesagt, wenn ich wirklich nächstes Jahr, weil wir haben ja 1,5 Jahre gar nichts mehr gehabt jetzt überhaupt, weder eine Lesung
Also am Freitag ist die erste nach fast 2 Jahren, weder ein Film, gar nichts. Ja. Und wenn es tatsächlich so wäre, dass es die nächstes Jahr gäbe, ja, also nicht die Doku, die wird ja für den BR wieder, dann werde ich was spenden für euch. Okay. Das ist ja eh klar, wo ich ja jetzt auch mittendrin bin. Gell? Vielen Dank. Okay. Dankeschön. Danke sehr. Ja, sehr schön. Und das eine noch kann man neutral signieren dann, ne? Okay. Ein Herz und ein Licht, ja, alle mal. Denn wir haben ja vor, hier in Oberkotzau auch mal ein Starmuseum zu machen mit allen Handabdrücken. Und dann kommen die kleinen Schilder natürlich auch mit dazu. Sehr schön gemacht, da freue ich mich. Und das ist gerade, freue ich mich auch. Dann können Sie das mit nach Hause nehmen, dann haben Sie immer eine Erinnerung an den Fernwehpark. Wunderbar, jetzt darf ich die Erika bitten, die Bilder erstmal vom Tisch wieder wegzunehmen, weil wir legen jetzt was anderes schnell drauf. Ist noch feucht. Und ja, zwar folgendes. Und das untere, das darf ich das öffentlich sagen, wer alles möchte? Ja, freilich. Ja, ja. Moment. Bis Marianne Sägebrecht dann die anderen Unterschriften macht. Sie hat heute früh im Hotel ganz fleißig Autogrammkarten geschrieben. Und ich habe Stößle da, der kann dann zu mir herkommen. Genau, also Autogrammkarten hat Marianne Sägebrecht schon etwas vorbereitet. Und jetzt ganz kurz, bevor wir dann zum Bummeln in den Fernwehpark eintreten. Wir hatten ja früher ein Starmobil, liebe Marianne. Mhm. Und zwar, mit denen sind die Stars dann immer zum Fernwehpark gefahren oder wir sind zu ihnen gefahren und die haben dann alle auf der Kühlerhaube unterschrieben. Und irgendwann hat das Starmobil seinen Geist aufgegeben und dann wollten wir diese Tradition natürlich fortführen und haben gesagt, okay, wenn das Starmobil jetzt nicht mehr existiert, aber wir besorgen uns Autoteile. Mhm. Und das ist schon das 20. Autoteil. Wir haben gerade noch ein Plätzchen gefunden. Jetzt habe ich aber mit ein Plätzchen für die Runde Erschrecken festgestellt, dass dein Name ja schon so weitläufig zu schreiben ist. Aber hier oben rechts, glaube ich, ist noch Platz genug. Ja. Wenn Sie also so gut wären und dann noch unterschreiben würden. Ich bin ja ein Hologramm. Ich kann es nach oben seitlich. Ich halte es mal so. Ich würde sagen, was war das für ein Teil? Von welchem Auto? Also ich weiß das nicht, was das für ein Autoteil war. Ich besorge mir das immer auf dem Schrottplatz. Dann gehen wir da raus. Genau. Kurz vorm Heimgehen. Sehr schön. Und das soll ja dann natürlich auch mal in dem Starmuseum mit ausgestellt werden, zusammen mit den Handabdrücken der Stars und anderen Utensilien. Und dann kommt natürlich noch der Name dazu, den blottern wir dann in Goldbuchstaben auf, damit man auch sehen kann, wer da alles unterschrieben hat. Jetzt mache ich schon meinen Abflug. Oh. Der kommt ja irgendwann. Na, das hoffen wir nicht so bald. Ja, ist egal, was er geschrieben hat. Das ist ja für mich schon vorbestimmt. Der Tag, wo man kommt und der Tag, wo man kommt und der Tag, wo man geht. Also dann am besten jeden Tag heiligen. Wir wollen natürlich, dass Sie noch lang unter uns sind, denn es steht ja noch ein neuer Film in Amerika an und den wollen wir unbedingt noch sehen. Ja? Ja. Gut, vielen Dank fürs Signieren und jetzt machen wir einen Bummel durch den Fernwehpark, damit Sie mal sehen, welche Kolleginnen und Kollegen alles dann schon da mit waren. Foto, mein ja. Moment. Ja, kann ich. Hallo. Hallo, hallo. Als erstes, auch danke schön. Blümchen aus meinem Garten. Danke schön. Und die Farbe. Geben Sie mir das unterschreiben. Das ist der Peter Maffay und das hier. Muss gerne. Gerne. Danke. Den mag ich auch total gerne. Ja, also mit Wunder, bei dem war ich auch. Und toller Mensch, gell? Ja, der war toll. Und Sie waren das toll. Ihr seid es. Und da hat er doch noch so viel gelacht. Ne? Er hat gelacht. You take more sleep. More sleep. Und da hat er mich in die Backe gekniffen und getätschelt. Und es war wunderbar, weil ich ihn sehr, sehr, sehr verehre. Und er war ja in Dar es Salaam. Ja, wir haben hier im Ort einen Bibelweg. Da sind ungefähr 16, 17 Stelen im gesamten Ort verteilt mit Bibelsprüchen. Ach schön. Ist auch jährlich dann auch immer eine Veranstaltung in dem Fall mit beiden Konfessionen in dem Fall. Da kennt ihr bestimmt doch auch den Weltgebetstag, oder? Der ist jeden Freitag, also einmal im Jahr der erste Freitag im März. Ist auch noch mit, immer wird in Bogengrün häufig dann mit der Frauenwahl. Ja, und da sind ja die, da haben wir auch durch mein Buch auf dem Weg nach Suriname, haben die, also vor 3 Jahren haben die das gekriegt. Das sind, die sind in Nürnberg noch, die Nonnen,
Und dann der Bürgermeister dadurch schreibt schon immer, wer ist Mariana? We are waiting. Ja, und es war natürlich toll, weil es nicht so groß ist. Es ist aber Südamerika. Okay. Ja, also das ist auch eine Geschichte. Das wird jetzt im März, aber da berichten wir dann auch, machen wir eine schöne Doku, die wir dann auch zeigen. Mhm. Und ja, das ist auch eine tolle Sache. Also der Dalai Lama hat gesagt, auch für dich, das fand ich so toll, der hat gesagt jetzt vor ein paar Monaten, er macht, also er als Visionär, er sagt, 25 bis 30 wird soweit sein, hoffen wir es, dass oben der große Regenbogen drüber ist und drunter dann jede Religionszugehörigkeit akzeptiert wird, toleriert, das wird schon kommen. Ganz kurz, heute eine Übergabe, eine Starschildübergabe. Ja. Wie waren so die ersten Eindrücke? Schau in meine Augen und in mein Antlitz, dann weißt du das. Freude pur, ja, für uns alle. Weil es ist ja so, wenn sowas ist, wer dann kommt, wer dann für sich selber auch das Gefühl hat, ja, da komme ich, ist ja schon auch wieder ein besonderer Mensch in einer besonderen Haltung. Na, und wenn das alles in einem Rundell noch zusammenkommt und dann mit so viel Liebe und mit so viel, ja, auch guten Gedanken von Publikum, weil allein ist gar nichts. Und dann fühlt man sich natürlich auch sehr schön und aufgehoben. Und ich bin rundherum sprichwörtlich sehr glücklich. Sehr glücklich, man sieht es dir an. Ich habe auch heute einige interessante Geschichten gehört. Zum Beispiel auch, dass jetzt ein Buch auf dem Markt ist. Ja, das ist jetzt, 19 kam das raus. Das ist übrigens der Titel von dem Buch. Also das ist die Titelseite und es heißt, ich umarme den Tod mit meinem Leben. Das ist von mir, nicht von Rilke und das ist auch mein Leben. Alles Gute euch allen und viel Gesundheit für die Hörer von Extra Radio. Super, genau. Dankeschön. Können wir noch ein kurzes Foto machen? Ja. Haben Sie das Schild gebracht? Himmelstür, Himmelgarten, Fegefeuer, ja genau. Habt ihr euch auch jetzt die richtigen Schilder ausgesucht? Ja, genau. Ja, haben wir. Quer durch. Ja. Oberanschluss in Großmus, ja. Mein Code, ja. Unterkacker. Mein Wahnsinn, oder? Oberanschluss. Wo wohnst du? Pups. Oberanschluss. Ja. Nein, bitte. Bildgesäß. Na bitte, ich bin Klo, wohne ich im Klo. Nein, bitte, ist das herrlich. Aber dieses weiße Schild ist einmalig jetzt. Ja. Das gibt es nicht mehr. Ja. Mittendrin, gell? Nee, es wird jetzt mit 2G geschrieben. Die haben sich umbenannt. Dem Ort in Oberkochen. Ja. In Österreich sind so oft die Ortsschilder geklaut worden, dass sie sich jetzt umbenannt haben mit 2G. Mhm. Jetzt muss ja nochmal alles durchgeschaut werden, ob irgendwo noch was anderes steht. Ich sag's ja nicht. Da, schau. Und da ist ja Suriname und da ist ja dann... also, Französisch-Guyana? Genau, das ist Französisch und das Englisch. Ja. Aha. Und weil die aber schon die ganze Zeit am Regenwald gearbeitet haben, Zentralregenwald, haben die das bekommen, die Weltkulturerbe. Ja. Und seit 17 sind die Weltkulturerbe, haben die freie Medizin, haben die... So, Frau Segebrecht, zwei Events heute an einem Tag. Marianne Segebrecht vorhin im Fernsehpark mit einer tollen Performance, ganz klasse. Die Erika hat sie ja schon ein bisschen durch den Fernsehpark geführt. Und ich würde sagen, jetzt machen wir mal auf der Seite der Stars weiter. Zu mir her schauen. Okay. Da ist vielleicht dann die... Jetzt kannst du da weitermachen. Und wie schon gesagt, ran. Tolle Band. So, wir gehen jetzt weiter. Wir gehen jetzt da mal weiter. Das ist ja wie in Hollywood, gell? Ja. Ein Ding sagt das andere. Das ist doch herrlich. So. Siegfried. Sehr gut. Ja? Weißt ja, dass... da soll ja eine Serie kommen...
über ihn und über ihn, Entschuldigung, ja, über ihn und seine Schwester, ja, in Rosenheim noch, ja, die ist aber jetzt in Rumänien, hat da Heime aufgemacht, ganz still und leise, ist eine Nonne, ja, und ist die einzige Frau, kann man fast sagen, die auch zaubern kann. Und er hat es ihr gelernt und sie hat es von ihm gelernt, weil, ja, es ist ja so, und ich auch, ich habe es ja selber die Idee gehabt für Out of Rosenheim, dann musste ich das ein Jahr lernen. Ja. Und du hast ja die Sachen, die mit Technik funktionieren, das ist nochmal anders, aber die mit Händen, mit Geschwindigkeit, mit, ja, Ablenken. Ja. Das war meine Idee, aber dann musste ich das lernen. Und dann wurden von 12 Sachen, wurden ja dann 5 genommen. Ja, ja, das musst du mal vorstellen. Und mit Frauen dürfen nicht zaubern in Amerika, überhaupt nicht. Die sind Assistentinnen. Warum? Warum meinst du? Meinen sie, weil die Frauen ihren Mund nicht halten können. Man muss ja die Geheimnisse muss man ja behalten. Da gibt es, ja, Magic Circle und da darf man nicht drüber sprechen. Und es muss dann, und es wird ja oft auch, wird es natürlich, mein Gott, wir haben es ja schon im Fernsehen gehabt, dass sie alles aufgedeckt haben und Magic weggenommen haben. Und deshalb haben sie da überhaupt kein Vertrauen und kommen ganz schlecht in Magic Circle rein. Und sie dürfen ja schon dabei sein, aber nicht als Hauptmagierin. Ja, ja. Ich habe einen ganz tollen Preis gekriegt. Ja. Also vom Magic Castle. Ja. Als Frau. Okay. Warum? Jeder neue Trick, der muss neu sein. Ja. Dass er überhaupt reinkommt. Und die Spiele kennt man ja schon. Ich habe, sie hat geschrieben. Darf man mal kurz unterbrechen? Ja. Die spielen nämlich jetzt und dann, ja, hört man das, ja, ganz, genau, schlecht, was ich sage. Genau, genau. Wir machen jetzt Folgendes. Wir gehen jetzt einfach nur mal an dieser, genau, Wand vorbei, ja, ohne viel zu reden. Genau. Und hinten, wo es ruhiger wird. Dann, ja, kommen wir da zurück. Den versteht man dann auch für die Kamera. Alles klar. Ja? Alles klar. Das war die Starsternverleihung an Peter Maffay. Ich hoffe, dir gefällt der Stern aus verschiedenfarbigem Granit, dein Name Messing in Dacian eingelassen. Ja. Ich würde sagen, Peter, wenn du dich noch ein bisschen über dem Stern platzierst. Kann ich noch ein bisschen gucken? Ja, ja, gut, noch ein bisschen. Das ist wirklich schön. Bis dann. Toll.
Ja? Lieber Klaus, vielen Dank. Werte Gäste, es ist eine große Ehre, mit einem solchen Stern gedacht zu werden. Ich möchte an dieser Stelle vorweg eines betonen, nämlich, dass eine solche Auszeichnung niemals zustande käme, wenn sie denn zustande kommt, ohne das Mitwirken von Leuten, von Freunden, Gleichgesinnten, rechts und links neben mir, die ein großes Interesse haben an einer solchen Haltung, wie du sie dargestellt hast, die sich auch wirklich eindrucksvoll repräsentiert in einem wunderschönen und sehr, sehr symbolischen Park. Also wenn man in diesem Park drin steht, dann steht man eigentlich mittendrin in der Welt. Ich beneide dich um deine vielen Reisen, die du gemacht hast. Uns nicht verstehen als Teil eines Ganzen, dann glaube ich, machen wir einen großen Fehler. Wir sind nicht der Nabel der Welt. Wir sind ein Teil dieser Welt und diese Welt kann nur überleben und existieren. Das ist eigentlich Sinn und Zweck des Wandelparks, du hast es genau richtig erkannt. Denn man soll sich mit Blick auf die Schilder aus der ganzen Welt im Kopfkino ja wegräumen zu den entsprechenden Ländern. Bei Sydney. Ich halte das mal. Ein guter Tipp. Ja, ja. Das ist ganz lieb. Das ist ganz lieb. So. Sehr schön. Vielen herzlichen Dankeschön. Und Peter, damit du auch eine Erinnerung an deine Aufnahme in die Science of Fame hast. Ja, das sehen Sie also was, als wir hier schon los waren. Aber das war ganz toll. Das sind jetzt die Handanträge. Ja, das ist Thomas Gottschalk. Alfred Schubeck ist mit dem Kochlöffel rein. Herrlich. Henry Matzke natürlich mit seiner Faust. Toll. Toll. Rein, ne? Also ist richtig, so hat er es gemacht. Herrlich. Der Henry Matzke. Herrlich. Ja, Helene Fischer, die zarten Händchen von Helene Fischer. Ja, so zart, die sind nicht zart. Die hat sich schon reingegraben, schau mal. Ja, ja. Ja. Kleine Hände. Muss halt sein. Das sehe ich. Wir gehen jetzt nochmal in diese Reihe im Family Park. Okay. Unsere große Illusionisten, die ehrlich blasen, die sind ja ganz liebe Menschen. Ganz toll. Der Fadi, der Manoir, Hans Glock und natürlich David Copperfield. Ja, toll. Johnny Cash. Sein Sohn war persönlich hier im Family Park gewesen. Aha. John Carter Cash. Das sind Schätze. Michael Holm, da haben wir natürlich die Beziehung zu seinem Song Mendocino, Mendocino. Miriel ist auch ein wunderbarer Mensch. Ja. Kenne ich auch. Als Kind war ich immer verliebt. Ja. Einmal in die Wenke, einmal in die Gitte. Ja. Einmal in die Gitte, einmal in die Wenke. Ich konnte mich nie entscheiden. Ja, ich konnte immer so schön mit den Augen klippern, mit den Lippen. Ja. Nicole. Da haben wir die Helene. Ja. Andrea Berg. Santiano macht eine ganz tolle Musik. Santiano. Das sind die jetzt die neuen, die Seemann spielen. Ja, die Seemann spielen. Ja. Und die haben wir erst getroffen. Ja, ja. Aber der ist so nett und geht auch auf die Fans zu.
beautiful. There you go. And when this a pencil in your hand, yes, it looks like you're writing. You look in the camera, please. It's okay. Okay? Press here. You must play today. Yes, but press. Yes? Press. Yes? Yes. Okay. Good. Thank you very much. That's beautiful. Good. Beautiful. My lovely song, It Never Rains in Southern California. Good. But I don't can sing. You go away. When I sing, you run away. Well, don't sing, because I don't want to go away. And now, please, Mr. Hammond, we make the sign for peace and freedom. Yes. You take your hands here. Yeah. Looks like a mirror. Yes. Yes. Okay. And a little more, sir. Yes. And you lift the camera. It's a sign for peace. Yes. And alone. It's Eloise. Yeah, Eloise from Barry Ryan. Fantastisch. Oh, this is ein Opus. Ja, ja. Ich sag immer, ich bin mit der schönsten Musik aufgewachsen, die es je gab. Bis in die 60er und 70er. Und deshalb habe ich ja heute Speedy auch mit eingeladen, dieses Musikvideo zu machen. Ja. Ihr hört es ja jetzt im Hintergrund. Ne? Wir machen die Musik der 60er. Wir haben tausende von kreischenden Girls hinter uns. Die braven Titelseiten haben die gefilmt und jetzt starten sie nochmal durch. Ja, also darum dürfen sie auch jetzt hier in Tranwebank sein. Das war die Eröffnung des neuen Fern mit Elke Sommer. Lebt ja in Los Angeles, also jetzt ist sie rübergekommen. Ja, ein halbes Jahr in Los Angeles, in Bel Air und ein halbes Jahr in Eckloffstein, bei Nürnberg. Ja. So, und jetzt müssen wir natürlich einen riesen Applaus einer unserer Höhepunkte am heutigen Nachmittag. Hallo! Begrüßen wir mit einem riesen Applaus und mit großer, großer Freude, dass sie heute bei uns ist. Elke Sommer. Dankeschön. Ein Foto gemacht wird. Weil, wer weiß, so viele Menschen erstmals hier im Atrium ist einfach wunderbar. Ja. Und das, ja, alle winken, alle freuen sich. Jetzt beide Hände mit gespreizten Fingern so auflegen. So, ja, drauf. Und mit der anderen Hand, jetzt schauen wir erst einmal. Mit welcher anderen? Ich habe bloß zwei. Ja, so. Und die Hand raus und mit der Hand deine Finger fest eindrücken. Das kannst doch du machen. Soll ich machen? Ja, ja, aber vorsichtig. Ganz Klaus vorsichtig. Hat viel Kraft. Ich habe Bauernfinger. Okay. Ja, so geht das dann immer. Und dann sind dann die Hände im Ton verewigt. So zu tun. Und ihr wisst ja, wir haben ja schon ganz viele Tonschalen mit den Handabdrücken von Prominenten, wirklich aus aller Welt. So, und das sind die Bilder, meine Damen und Herren, die ihr ja sicherlich alle schon in allen Zeitungen gesehen haben. Klaus Beer mit den Prominenten, mit den Zeichen und... Das ist ganz toll. Es ist das Buchautoren-Ehepaar Inni Lorenz. Aha. Die hat die Wanderhure geschrieben, genau. Die Ketzerbraut. Ja. Und das sind die zwei, die sind verheiratet. Die habe ich damals im Riverboat kennengelernt. Aha. Die waren so sympathisch und dann waren sie bei der Eröffnung die Ehrengäste. Ja, da waren wir am Set, an der Papaschodi. Da oben haben wir noch Sawatzki. Und alleine, noch mit alleine halten. Ich wünsche dem neuen Fernwehpark am 18. Mai alles Gute zur Eröffnung in Markt Oberkotzau. Ja, die kenne ich, ganz gut noch. Ja? Von den 70er Jahre in München, als ich das Muttibräu leitete, da war er auch mit Stammgast. Die Zeit, weißt du, wenn man in ein bestimmtes Alter kommt, dann ist es das. Der war auch der Joe Bausch, der Gerichtsmediziner vom Tatort Köln, war auch persönlich hier. Yeah.
München, oh. Ja. Bedürfnis, unterwegs sein zu wollen, fremde Länder kennenzulernen, fremde Menschen kennenzulernen, gemeinsam mit ihnen das Gefühl des Ankommens genießen und die Welt halt kennenzulernen, so wie sie ist. Es darf keine Ecke geben, wo man nicht hin kann. Hören wir auch persönlich hier. Tobias Moretti, also ganz großer. Ein großer. Ja. Ja. Sehr nett, ja, macht toller auch sehr Mensch. Tolle Charakterrollen. Ja. Sieht mal, wer, mit ihm habe ich ja gespielt. Das ist eine Geschichte gewesen über eine Frau. Was ist, wenn ich da jetzt gar nicht mehr wegkomme? Also ich habe das mit Udo Jürgens gemacht. Wirklich? Und der konnte dann danach noch Klavier spielen. Aber es muss bis zur Schmerzgrenze. Vielleicht können wir noch ein bisschen fester. Ja. Denn die sollen ja wunderschön werden, ne? Also ich habe schon auf die Finger von Arnold Schwarzenegger gedrückt. Aber nicht, dass es dann so aussieht, als hätte ich so Wurstfinger, so dicke. Die Christenfinger hat Joachim Gauck. Der Gauck? Ja. Und Fritz Weber. Fritz Weber? Ja. Die Problemzone, sage ich immer, ist der Handball und deshalb mit voller Action mal auf den Handball und jetzt schauen wir doch mal zu unserer Kamerafrau. Vor allem mit dem Gesichtsausdruck, Tobias. Ja. Ich glaube, jetzt haben wir es. Ja, das schaut schon mal gut aus. So, okay. Super. Aber das ist jetzt zu wenig. Nee, passt. Passt. Und jetzt auch noch mal. Die andere Hand ist meistens noch ein bisschen tiefer. Das ist das funktioniert sofort. Und jetzt, wenn ich sie die Hände hinter ihren Abdrücken so wie einen Spiegel aufzustellen. Okay, machen wir. Dass man die Abdrücke sieht und ja. Und das ist nämlich jetzt unser berühmtes Friedenszeichen. Das symbolische Heben der Hände gegen Rassismus und für eine friedvollere Welt. Und alleine mal. Ja, aber hier. Und ich hoffe auf ein Gelingen und dass Sie weiter nicht die Geduld verlieren und immer wieder tolle neue Aktionen starten in dieser Hinsicht. Vielen herzlichen Dank. Danke. Und das ist fast praktisch das Schlusswort. Bezug nehmen auf eine ihrer letzten Serien, Bad Banks, haben sie ja gespielt. Ja. Ich war selber 40 Jahre Banker, deshalb weiß ich, dass sie einen ganz tollen Film gemacht haben. Ja. Ich habe es dort nicht ausgehalten, ich musste in die Welt gehen, ich musste Filme drehen, ja, ich musste fremde Menschen und Kulturen kennenlernen. Und dann habe ich gemerkt, am besten ist es, diesen mit Respekt und der Toleranz zu begegnen. Und deshalb ist es aus meinem Herzen heraus dieses Objekt entstanden, wo ich also voll aus der Praxis dahinter stehe. Und das merkt man auch. Da kann man eigentlich gar nichts mehr hinzufügen, diesen Worten. Vielen herzlichen Dank. Danke vielmals. Und die in der Bank arbeitet, nicht aufpasst und ganz unten, ganz oben. Aha. Ganz toll. Mit dem Mati Gisunek als Regisseur. Aha. Hat der BR auch gemacht. Und die am Ende ganz fast alles verliert, also wo es genau gezeigt wird, wie das passiert. Ja, ja. Aber den tun sie deshalb auch nicht raus, ja, weißt du? Aber den hat der Mati Gisunek, die Regie, er hat dann im Grunde den Retter gespielt, ein hoch auf dem Ding, wie heißen die? Kranfahrer. Ein toller Film. Da komme ich bis ins Obdachlosenasyl. Okay. Aber dann kämpfe ich mich wieder zurück. Marianne, ich darf Sie erst einmal hier in die Reihe, die ist jetzt wichtiger. Ich sehe nichts mehr. Vielleicht, wenn wir uns umstellen. Johannes Hees, das haben wir noch mit 98 Jahren in die Seinzufilm aufgenommen. Toll. Dann war die Redl, das ist eine Frau, Simone Redl mit dabei, natürlich. Ja. Ne? Und ja. Die Foxys. Genau, die sind auch sehr nett. Ja. Und ganz toll hier oben, Peter Alexander. Ja, mein Gott. Nachdem seine Frau gestorben ist, hat er ja nichts mehr gemacht. Nee. Und dann hat er gesagt, ja, Baby-Projekt finde ich so toll. Ich mache normalerweise nichts mehr. Aber schicken Sie mir das Poster zu. Ich unterschreibe es Ihnen, dann haben Sie zumindest meine Unterschrift. Fertig. Ja. Und das ist also sehr wertvoll, ganz das von Peter Alexander. Der Brink ist auch ein toller Mensch. Ja. Das finde ich, die sind alle gut. Menschlich ausgesucht. Ja, okay. Ja, ja. Jetzt gehen wir einfach noch mal die Reihe entlang. André Rieu. Ja, wunderbar. Also ist alles da, was man will, ne? Toll. Ja. Thomas ist auch. Thomas Anders macht er jetzt mit Florian Silbereisen vielen, ne? Ja, Richard Kleiderman. Das ist der Sohn von Toni Marshall. Ja, eben. Von Mark Marshall. Ja. Ja. Toni Marshall ist ja jetzt auch schon hochbetagt. Ja, genau, hier oben.
Ja, das sind unsere Rockbands von früher, die dort. Die Kamera läuft. Die dienstälteste Rockband der Welt, Salords, heute ausgezeichnet mit dem Smart Award im Science of Fame. Herzlich willkommen. Ja, Jungs, ich erkläre es euch, wie das geht. Bitte versucht, das Ganze mal so einzuplatzieren. Genau, jetzt mit Spaß und Humor. Jawohl. Einmal noch für mich bitte. Einmal noch zu mir hier rüber. Ja, schön. Super. Danke. Ja. Okay. So, kriegen wir das auch nochmal für unsere Kameras? Ja, klar. Genau so. Ja, Burboy, die sind also die T-Rex. Genau. Kanat, der Donovan, der hat ja ganz tolle Songs gemacht. Hurdy Gurdy Man, ja. Sunshine Supergirl, Mellow Yellow. Wahnsinn. Mit diesen Liedern bin ich groß geworden. Ja. Ja. Das war unsere Musik. Ja. Ja, Uriah Heep, Lady in Black. Lady in Black, also ja. Natürlich auch toll. Toll. Status Quo, Rock Around the World. Da wird man wieder jung, wenn man das die Musik hört. Ja. Kerstin Ott, wie die immer lacht, war auch persönlich hier im Fernsehbahn gewesen. Schön. Julia Neige hat mir eine Maschine vermittelt, aha, eine Bekannte von der Maschine. Michael. Über die Budis. Ja, die Budis. Ja. Jetzt kommen wir wieder in die Richtung mit der Musik, wo man also weniger versteht. Barbara Schöneberger, ja. Kerner. Herrlich. Gerd Herold. Von uns, da war ich 17, da waren die so noch in Rollnacht mit ja. Und da ist er auch aufgetreten. Ja, ja. Der Karasek, meine Güte. Ja. Nein, da steckt Arbeit drin. Ja. Nein, wirklich. Jeden muss Kompliment. Muss danke. Nein, wirklich, danke. Wirklich. Und da waren wir bei der Filmpremiere, da bin aha. ich sehr stolz, bei Roland Emmerich. Drin? Nein, hier in Berlin, ja. auf dem roten Teppich, aha. haben wir ihn aufgenommen bei der Filmpremiere. Ja. Und er macht ja ganz tolle Actionfilme. Ja, ja. Ich bin ja ein großer Actionfilmer ja. und das bin ja ich bei Dreharbeiten ja, in Amerika. Ach, herrlich, du. Ja, genau. In Action auch. Ich will das nicht. Ich brauch's nicht. Jetzt ja. Warte genau. mal, das nehme ich zusammen. Mit dem Emmerich zusammen. Genau. Ja. Sehr schön, ne? Herrlich. Der Dominik Graf ist ja auch bekannt, ja. das ist schön. Bei Eichinger waren wir in mein München Gott. Gewesen, bei Neue Konstantin ja. Film. Und auf seinen schwarzen Schreibtisch haben wir dann die Tonschale hingestellt und dann ist der Ton ausgelaufen. Oje. Und dann haben wir natürlich seinen schwarzen Mahagoni-Schreibtisch, ich weiß nicht, was das war, ein bisschen eingesaut. Unser Bulli. Der hat es ja. also ganz locker genommen. Nein, der Bulli. Hat er ganz lieber Mensch. Gold unterschrieben? Der hat in Gold unterschrieben, ist leider schon ein bisschen verblasst. Wir haben es zwar überlaminiert, ja. aber Bulli Herbig. Ich ja, kann Ihnen Worte. Ja sagen, er ist einfach so, wie man ihn im Fernsehen ja, erkennt. Ja. Beide Hände mit gespreizten Fingern so anlegen. Dann mit der linken Hand rein und mit der rechten jeden Finger eindrücken. Okay. Am Anfang hat man das Gefühl, es geht etwas schwer, aber wenn dann der Ton in irgendeiner Form die Körperwärme angenommen hat, verstehe. Dann gleiten die Finger fast wie von selber rein. Ne? Wann tritt dieser Effekt ein? Ich würde sagen, in 1,5 Stunden. Okay. Gut, dass ich vorher was getrunken habe. Und Reinhold Messner mit seinen felserprobten Händen. Der ist reingefallen. Der ist gar nicht reingekommen. Echt nicht? Ja, ich musste danach trinken. Auch Arnold Schwarzenegger musste ich die Finger in den Ton drücken. Was? War etwas schwächer. Das Schwarze. Ja, das sind so ja. Schwächlinge. Schauen wir doch mal hoch. Ja. So. Gut. Schau, ich mach sogar. Schau, hier vorne auch, ne? Ja, super. Sie haben doch schon mal geübt in Hollywood, Herr Herbig, ne? Und darum können Sie es hier im Fernsehpark also, so fantastisch. Ich sage jetzt mal so, ich hätte es gerne in Hollywood geübt, aber ich habe es zu Hause. Okay. In meiner Badewanne habe ich es geübt. Ja, in die Kamera oder in die? Wo in die zur Fotografin. Pandelkramer gestern Abend. Ja? Ja. War hat gestern Abend dran ja, gewesen. Ja. Ja, hat er gespielt. Pandelkramer. Pandelkramer. Ja, ja. Ah ja, da ist einmalig, gell? Ja. Ja. Ach. Ja, dort ist Dörri. Der Eichinger. Ja. Ist er noch unter Wim, die tue ich auch. Eigentlich müssten wir den Percy Adlon ja auch in den Science-Film aufnehmen. Aber wirklich. Na?
Also wenn Sie da tolle Kontakte haben, dann können Sie mal ansprechen. Ja, zur Zeit war er da in Eichach. Nächstes Jahr ist ja über die Rotary wieder. Ja. Und da wird eine Passeadel und drei Tage gemacht und da könnte man doch da das können wir ihn auch nehmen. Weißt du, alles ja. gezeigt, alles gezeigt. Ja, da hat ja die tollsten Dokus auch gemacht ja. über Proust und dann und auch genau. ein Filmmaler auf der Couch, ganz toll auch. Und dann wäre doch das super. Ja. Na, weil es ist ja nicht so, ja. so weit. Da findet sich ein beste Gesellschaft, ja, kann man sagen. Ja, das wird er und gerne machen. Nachdem Sie mit da und sind. Ich würde vorschlagen, wir verlegen jetzt das Ganze zum Mittagessen. Zum Mittagessen. Ja. Du musst noch abbauen. Ja, schönen Dank. Die Sachen aufräumen. Ja. Warte mal, ich Baby. Muss hier noch ein Foto haben. Warte mal. So. Von mir? Na. Ja. Ich habe jetzt nur gesagt, na, wegen der Fixierung. Gell? Okay. Also. Gell? Und das Wetter hat mitgemacht. Das Wetter traumhaft schön. Und alles wunderschön, wunderbare Menschen. Alles, wir, da sind wir dann in einer Runde, kriegen wir so viel Licht und Liebe, alle miteinander. Und seid sich auf. Genau. Und ich krieg auch so viel Licht und Liebe von euch und was heute war. Das, eins das müssen wir noch machen, das darf man nicht vergessen. Wir haben da einen Route 66 Pfahl. Ja. Und Bagdad Café und Route 66. Und Marianne Segebrecht ja. und Out of Rosenheim. Ja, natürlich. Darf ich Sie jetzt mal bitten, noch ja, mal schnell abschließen mach zum mal. Route 66 okay. Pfahl, ja? Route 66. Get please. Your kicks on Route 66. Genau, genau. Na? Genau. Machen wir. Also ist ja der Filmemacher, der Regisseur. Heute alles passend, Regisseur, Route 66. Und jetzt drehen wir uns von diesem Route 66 um. Und hier ist unser Posten Get Your Kicks on Route 66. Ach, herrlich. Und Out of Route. Route 66. Herrlich. Und jetzt drehen wir uns von diesem Route 66 um. Und hier ist unser Posten Get Your Kicks on Route 66 ach, herrlich, und Out of Rosenheim. Ja? Herrlich. Und ich danke dir, lieber Gott, dass ich diese Wege gehen durfte, dass du deine Wege gehen durftest und du deine und ihr eure. Ist doch wahr, oder? Schön. Können wir uns wirklich nur bedanken. Wirklich wahr, bis, da können wir sehr dankbar sein. Bis zum Hier und Jetzt. Ja, und ja. so gehen wir es weiter. Das Wetter, die Sonne lacht genau. bei eurem Besuch. Also, mehr kann man sich nicht wünschen für den ja, heutigen Tag. Ja, aber umgekehrt auch. Ja. Sag's so. Insgesamt, gell? Ja, wirklich. Ja. Gut, ich würde sagen, das war unser Abschlussbild okay. und Abschlussgedanke genau. zum genau. Besuch im Fernwehpark. Dankeschön. Alles Gute, weitergeht.